quasi eingefrieren, es muss schnell eingefroren werden. Mir sagt, man soll blanchieren, und das Blanchieren bewirkt, das ist eine kurzfristige Erwärmung, ein, zwei Minuten im kochenden Wasser. Das bewirkt, dass gewisse Enzyme, die im Gemüse inaktiviert werden. Bekannt sind in Bohnen Trypsin-Inhibitoren. Das sind Enzyme oder Proteinstrukturen, die mit unserem Darm negativ interferieren. Das heisst, wenn wir die nicht inaktivieren, kann es ein Problem geben. Wenn man es natürlich nach dem Einfrieren auftaut und nochmal kocht, ist es auch obsolet, braucht es das nicht unbedingt. Aber zum sicher sein, sagt man gewisse Gemüse, sollte man blanchieren. Je nachdem, was dann über das Endprodukt dabei rauskommt oder nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel Senfbeere eingefriere, sieht das zwar im gefrorenen Zustand super gut aus, aber es wird halt echt komplett matschig, wenn ich es dann rausnehme. Also das heisst, wenn ich eine Senfbeere eingefriere und das dann noch als Senfbeere frisch möchte essen, das wird nie funktionieren. Aber nicht, dass etwas passieren würde, sondern es wird einfach, es verändert die Struktur, weil durch das Eingefrieren ist es so, Wasserkristalle bilden sich beim Eingefrieren und diese Kristalle zerstören dann innere Fasern vom Produkt. Und wenn das ein sehr weiches Produkt ist, wie ein Erdbeere oder eine Zucchini zum Beispiel, führt das dann beim Auftauen dazu, dass die Struktur nicht mehr vorhanden ist, die Festigkeit der Struktur, und dass es dann viel Wasser verliert. Ja, das ist eine Empfehlung, und man muss auch, wenn man Lebensmittel verkauft, wo man aufgetaut hat, muss es auf dem Lebensmittel stehen, dass die Leute wissen, es ist aufgetaut die Ware, die man nicht mehr einfrieren sollte. Der Punkt ist genau der, was ich jetzt gesagt habe, dass Zellstrukturen sind kaputt gegangen beim Einfrieren und wieder auftauen, und qualitativ ist das nicht mehr das Gleiche. Man nimmt die gleiche Lebensmittelsicherheit, weil Bakterien sich in so Lebensmitteln besser vermehren können, weil Zellstrukturen kaputt gegangen sind. Es gibt verschiedene Empfehlungen, wie lange man das tiefgekühlt aufbewahren kann. Ich weiss es jetzt gerade von Rindfleisch, da sagt man, bis 18 Monate kann man das bei minus 20 aufbewahren. Es ist so, das ist nicht ein Lebensmittelsicherheitskriterium, sondern es geht um Qualität. Man sagt auch, wenn man viel Fett dran hat, soll man das Fett abschneiden. Und auch hier geht es um Qualität. Wenn man Fett dran hat, dann oxidiert das eher im Tiefkühler. Bei minus 20 kann das Fett oxidieren, wird ranzig und wird dann ein geschmackliches Lebensmittel beeinträchtigen. Das heisst, wenn man das Fett abschneidet, hat man weniger von diesem Problem. Weißes Fleisch hat eine kürzere Lagerdauer. Aber es geht immer um Qualität. Es geht nie um Lebensmittelsicherheit. Also Sie können Rindfleisch 36 Monate aufbewahren, tiefgekühlt, das ist sicher. Das ist einfach qualitativ nicht mehr gleich wie eins, das Sie nur zwei Monate eingefroren haben. Wenn man jetzt so ein grosses Fleischstück in die Tiefkühler rein tut, sagt man, oh, so ist heute eingefroren, oder? Aber das geht etwa zwei Tage Minimum, bis das bis in den Kern rein eingefroren ist. Also das heisst, es wäre besser gewesen, man hat es in Stückchen geschnitten, und er flach eingefroren ist viel, viel schneller und für das Produkt schonender als irgendwie ein solches Riesenstück. Bei Backwaren sehen wir kein spezielles Problem. Mit dem Milchprodukt haben wir das Problem, dass die Textur sich verändert beim Auftauen und dass es dann halt nicht mehr sehr gut ist im Biss als in der Textur. Nein, es ist so, wenn das Lebensmittel vor dem Einfrieren nicht gesundheitsschädigend ist, dann wird es durch das Einfrieren auch nicht gesundheitsschädigend. Allenfalls beim langsamen Auftauen. Aber ich habe das schon vorher gesagt, die Zeit vom Tiefkühlen, also die Frist, die man es vom Einfrieren bis zum Gebrauchen verstreichen lässt, ist wichtig für die Qualität des Lebensmittels. Je länger sie es lagern bei minus 20, desto schlechter wird die Qualität. Frühbrand gibt es durch das, dass man nicht sauber abdecken oder das Produkt nicht sauber abdecken. Dann kommt die kalte Luft auf die Oberfläche des Produkts und das tut es wie verbrennen, also austrocknen.
Und dann gibt es so wie eine graue Schicht auf dem Produkt. Also es wird dann so es sieht wie angelaufen aus, so richtig trocken. Weil Kälte tut das vertrocknen eigentlich oder verbrennen. Und darum ist es eigentlich wichtig, dass man sehr gut tut, ihre Klarsichtfolie einpacken oder in der Gastronomie wird sehr viel vakuumiert, das heisst Luft entzogen und nachher so eingefroren. Oder daheim ist es eben auch wieder mit dem Töpperwehr, zuerst der Deckel offen und dann unbedingt mit dem Deckel luftdicht abschließen, damit sich eben die Oberfläche nicht austrocknen kann durch das Frieren. Genau, das ist so ein bisschen der Frierbrand, passiert eigentlich nur durch schlecht Abdecken oder durch Sauerstoff, der dort drankommt.